Hey Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, wie euch wahrscheinlich schon aufgefallen, es kommt morgen um 14.30 Uhr der neue Brawl Talk. Und im heutigen Video schauen wir uns an, was wir schon wissen, was morgen im Brawl Talk kommen wird. Ja, wenn euch das Video gefallen ist, Leute, lasst euch gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst auch nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, um kein weiteres Brawl Stars Video mehr zu verpassen. Aber wie ich sage, reden wir gar nicht mehr länger drum rum, gehen wir direkt rüber in Brawl Stars. Okay Leute, wie schon bereits erwähnt, kommt morgen um 14.30 Uhr der neue Brawl Talk und deshalb sehen wir auch schon das neue Thumbnail. Und wenn wir das Thumbnail anschauen, fällt uns hier direkt auf dem Thumbnail steht ganz, ganz groß neuer Trophäenpfad-Brawler. Das heißt, wir werden auf jeden Fall morgen im Update einen neuen Brawler zu sehen bekommen, der dann im Trophäenpfad quasi verfügbar sein wird. Was mega, mega cool ist, weil es war endlich mal wieder ein Brawler, den man quasi auch Free-to-Play bekommen kann und nicht extrem schwierig ist zu bekommen, wie die letzten Brawler, die alle legendär waren. Außerdem kann man den Brawler auch schon auf dem Thumbnail sehen, wobei ich aber sagen muss, es fällt mir extrem, extrem schwierig, da irgendwas zu erkennen. Es war ja immer die Spekulation da, dass der nächste Brawler, der kommen wird, ein Katzen-Brawler ist, wobei, wenn ich den Brawler aber anschaue, das für mich nicht wie eine Katze aussieht. Keine Ahnung, schreibt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, ob ihr glaubt, ob das der Katzenbrawler sein könnte, ob das Kid sein könnte oder ob das ein anderer Brawler ist. Okay Leute, jetzt kommen wir aber zu der etwas spannenderen Sache, denn vor 2 Tagen hat Supercell dieses Bild auf Twitter gepostet und auf dem Bild kann man wirklich viel, viel erkennen, was im Update kommen wird. Ich würde sagen Leute, wir fangen da hinten an bei der Pinnwand. Hier steht auf jeden Fall ganz oben Gadget. Gut, das haben wir schon bekommen. Dann kam der Mapmaker. Darunter steht dann der Brawl Pass. Dann die Daily Quests. Und jetzt kommt Something Else. Das heißt, es kommt irgendwas richtig Krasses in Brawl Stars rein. Wie zum Beispiel neuer Modi oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ich gehe mal stark davon aus, dass hier neuer Modi kommen wird. Mehr dazu aber später im Video. Außerdem steht hier drüben an der Pinnwand noch Nerf Chassis, was auf jeden Fall darauf hindeutet, dass Chassis auf jeden Fall Nerf bekommen wird, was auf jeden Fall mega, mega lost ist, denn Chassis ist momentan so bad im Game und wenn die jetzt noch Nerf bekommen sollte, glaube ich, dass wirklich kaum noch Leute Chassis spielen werden. Außerdem steht hier drunter noch Buff Everyone Else, das heißt, es wird extrem, extrem, extrem viele Buffs geben, aber dazu auch später noch mehr. Okay, schauen wir weiter auf dem Bild. Die nächste Sache, die wir erkennen können, sind hier unten die 4 Pins, die wir hier sehen. Da ist zum einen hier Frank, daneben ist Ryan, dann haben wir hier Felix und hier haben wir noch Danny. Eventuell könnte es sein, dass diese 4 neue Pins in Brawl Stars hinzugefügt werden. Eventuell auch als legendäre Pins, wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich witzig. Okay, schauen wir weiter. Als nächstes können wir hier diese Tasten erkennen. Hier steht S-P-I-K-E, Spike. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass das Update irgendwas mit Spike zu tun hat. Vielleicht heißt das Update sogar irgendwas mit Spike, aber wir können hier auf jeden Fall Spike auch im Vordergrund sehen, die Spike-Socke und hier sogar noch eine Spike-Trophäe. Deswegen gehe ich davon aus, dass Spike zumindest einen richtig, richtig krassen Buff bekommen wird, weil Spike wird sehr, sehr selten momentan gespielt. Er ist zwar jetzt nicht schwach, aber man könnte ihn auf jeden Fall noch mal stärker machen. Okay Leute, dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Und als nächstes habe ich mir die Bücher mal genauer angeschaut. Ganz hinten auf dem hintersten Buch steht Buff and Nerfs. Das heißt, es wird auf jeden Fall Brawler geben, die besser gemacht werden und Brawler, die schlechter gemacht werden. Gut, ist natürlich klar, wird es immer geben. Dann das nächste ist The Name of the Rosa. Eventuell könnte das darauf hindeuten, dass Rosa im nächsten Update auch gebufft wird. Ja, keine Ahnung. Das nächste Buch hat den Titel Spike Quotes. Das könnte vielleicht darauf hindeuten, dass Spike neue Voice Lines bekommt. Das wäre so das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Das nächste Buch, auf dem steht How to Fix Bugs, auch natürlich klar. Es müssen natürlich auch immer ein paar Bugs gefixt werden, wie zum Beispiel diesen Spectating Bug, den ich immer habe. Und drunter, ganz interessant, steht noch By B. Eventuell könnte es auch sein, dass B auch einen Buff bekommt. Auf dem nächsten Buch steht Secrets to Sleep Well und unten haben wir hier noch das Logo von Sandy, was, ja, wenn wir weiter mit der Buff-Theorie gehen, auch wieder darauf hindeutet, dass Sandy einen Buff bekommt. Das nächste ist How to Go Landscape. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich wisst ja, dass das Game auf jeden Fall mal ported war vor dem Global Release und dass da auf jeden Fall zu Landscape gemacht wurde. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, für was das ein Indiz sein sollte. Auf dem nächsten Buch steht Brawler's Thief und das, glaube ich, deutet darauf hin, dass die nächste Skin Challenge, ihr wisst ja, Supercell macht nur wieder mal Skin Challenges, wo man dann Skins veröffentlichen kann, eine Challenge sein wird, wo man quasi Skins für Piper machen kann. Weil wir sehen hier unten auch noch Piper, deren Zahn fehlt.
Ja, ich denke mal, das könnte darauf noch ein Deal sein. Und das letzte, darauf steht noch Brawl Stars for Dummies. Und eventuell könnt ihr mir damit vorstellen, weil es gibt ja diese Buchreihe for Dummies. Und das sind immer quasi so kleine Guides, wie man irgendwas machen kann. Und vielleicht ist das ein Deal dafür, dass das Tutorial in Brawl Stars nochmal verbessert wird. Die nächste Sache, die hier direkt daneben steht, ist diese Uhr. Und die hat ihren Stundenzeiger auf 12 und ihren Minutenzeiger auf 45. Das heißt, es muss irgendwas um 12.45 Uhr sein. Und das wundert mich jetzt, weil wenn wir hier nochmal die Premiere anschauen, haben wir hier auf jeden Fall die Premiere um 14.30 Uhr. Was hat es dann mit 12.45 Uhr auf sich? Okay Leute, und jetzt kommen wir noch hier unten zur Brawl Map, was wahrscheinlich ein Kalender für Brawl Stars sein wird. Und wenn wir uns das hier mal genauer anschauen, können wir hier auf jeden Fall zählen. 1. März, 2. März, 3. März, 4. März, 5. März, 6. März. Hier kommt auf jeden Fall der Brawl Talk. 7. März, 8. März, 9. März, 10. März, 11. März, 12. März, 13. März und 14. März. Eventuell könnte am 14. März das Update kommen oder der neue Brawler kommen oder irgendwas anderes passiert, man weiß es nicht. Und dann geht es hier natürlich noch weiter, aber keine Ahnung, was hier sonst noch passiert. Wir haben hier auf jeden Fall nochmal 3 X'e, die durchgestrichen sind. Eventuell passiert an den Tagen auch noch was Besonderes. Also hier am 7., am 11. und am 15. Keine Ahnung, was da passieren könnte. Okay Leute, da haben wir noch ein paar weitere Hinweise aus anderen Quellen, denn es gab vor einigen Tagen ein Video auf dem YouTube-Kanal von Lex, also das ist ein englischer Brawl Stars YouTuber, der sehr, sehr gut mit Supercell in Kontakt steht. Und er hat ein Format, das heißt Ask Me Anything. Da trifft er sich mit anderen YouTubern und den Community-Managern von Supercell im Discord und dann reden die einfach über, ja, was in Zukunft in Brawl Stars passieren könnte. Und eine Sache, über die sie dort geredet haben, war als neuer Modus in Brawl Stars 5 gegen 5. Und ich glaube, Leute, weil wir auch in der Pinwand ja Something Else stehen haben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, könnte es sein, dass in diesem Update ein 5 gegen 5 Modus in Brawl Stars eingeführt wird. Und das wäre auf jeden Fall mega, mega cool, weil endlich mal wieder ein neuer Modus würde dem Game auf jeden Fall wieder frischen Wind verleihen. Die zweite Sache, über die sie in diesem Video noch geredet haben, war der Star Pack, Leute. Und ja, viele von uns haben jetzt schon gedacht, dass der Starpark schon zu Ende ist. Also es kam in den letzten Updates überhaupt nichts mehr zum Starpark und auch ich habe schon gedacht, der Starpark ist auf jeden Fall zu Ende erzählt. Aber Frank hat in dem Video nochmal gesagt und es auch nochmal auf Twitter geschrieben, dass der Starpark noch nicht zu Ende ist und dass die Geschichte auf jeden Fall noch weiter erzählt wird. Das Interessante dazu ist auch, dass der WKBRL-Stream am 19. April 2020 gestartet wurde und quasi der WKBRL-Stream der Auftakt für den Brawl Talk war. Und eventuell könnte es sein, wir haben ja die Brawl Map gerade gesehen, dass genau in den X'en was im WKBRL-Stream passiert. Okay Leute, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich würde sagen, wir fassen es nochmal kurz zusammen. Es wird ein neuer Brawler kommen im Trophäenpfad, es wird verdammt viele Buffs und Nerfs geben, es wird viele Bugfixes geben und es kommt eventuell ein neuer Modus. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren für mehr Brawl Stars Content. Aber würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, spielt nicht so viel Brawl Stars. Haut rein und tschüss, meine Freunde.